In Mexiko ist ein Flugzeug kurz nach dem Start verunglückt. Wie die Behörden in der Hauptstadt des Bundesstaates Durango meldeten, überlebten alle 101 Passagiere und Besatzungsmitglieder. 37 von ihnen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pilot erlitt schwere Verbrennungen. Die Maschine der Fluglinie Aeromexico sei gegen 16 Uhr Ortszeit, kurz nach dem Start, von einer starken Windböe erfasst worden, erklärte der Gouverneur von Durango. Das Flugzeug habe daraufhin an Höhe verloren, sei mit einer Tragfläche aufgeschlagen und schließlich über ein Feld geschlittert. Noch bevor es in Flammen aufging, konnten sich alle Passagiere über Notrutschen ins Freie retten. Die in Brasilien hergestellte Embraer 190 war laut Planespotters 10 Jahre alt.